Harmonische Jazzklänge und ein leckeres Schmankerlbuffet. Nur der Anfang eines meisterlichen Feiertages in Straubing, der mit einem Empfang für die Meisterbesten im historischen Rathaussaal begann. 23 junge Männer und Frauen erhielten von den Kammerpräsidenten Franz Prebeck und Hans Stark die Meisterbriefe und wurden für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Für die künftigen Träger des Gemeinwesens, wie Franz Prebeck die Meisterbesten bezeichnete, waren die Auszeichnungen Lohn eines oftmals beschwerlichen Weges und Anlass zur Freude über das Erreichen eines besonderen Lebensmeilensteins. Ich habe auch das von Anfang an angestrebt, die Beste zu werden, und schön, dass es geklappt hat. Ja, das ist schon was ganz Besonderes, weil mit dem hätte ich eigentlich auch gar nicht gerechnet, weil ich war nur der Jüngste bei uns und das war schon toll. Dass man der Beste ist, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, dass man den Meistertitel jetzt geschafft hat. Damit der erfolgreiche Titel auch in Zukunft in weitere Erfolge umgemünzt werden kann, gab der Kammerpräsident seinen Meistern folgendes Rezept mit auf dem Weg. Man nehme 200 Gramm Erfahrung, 3 Löffel Geschick, 1/8 Liter Geduld, eine Prise Glück und eine Handvoll Liebe. Liebe, das ist eins der wichtigsten Gaben im Handwerk, dass man die Liebe zum Beruf hat, die Liebe zu seinen Mitarbeitern und natürlich auch zu seinen Kunden. Den Meistersegen erhielten alle 1111 Handwerksmeisterinnen und Meister in der Basilika St. Jakob. Im Anschluss daran versammelten sich Meisterangehörige und Freunde, die Meister selbst und der Meisternachwuchs in der Josef von Fraunhofer Halle. Nach dem Anstecken der Meisterbuttons blieb noch kurz Zeit für das ein oder andere Gespräch, auch bezüglich der beruflichen Zukunft. Dann begann aber auch schon das Festprogramm, moderiert von Radiomoderator Axel Robert Müller. Dabei erfuhren die Meisterfeiergäste unter anderem, was die Bürger von den Handwerksmeistern erwarten. Zudem berichteten frisch gebackene Handwerksmeister auf der Bühne von ihrem Werdegang und erzählten von ihren Erfahrungen mit der neu erworbenen Qualifikation. Also mir hat viel weiter in meinem Leben gebracht. Ich habe nicht gedacht, dass ich so viel schaffen kann in meinem Leben. Ich bin unbändig stolz auf mich und meine ganze Familie ist total stolz auf mich und ich habe mir auf jeden Fall einen Traum damit erfüllt. Mir hat den Vorteil gebracht, dass ich jetzt vom normalen Schreinerhandwerk weggekommen bin, in eine größere Baufirma und da in der Arbeitsvorbereitung tätig werden können. Das war als normaler Schreinergeselle war das nicht möglich gewesen. Die Briefe, welche die Türen zu vielen Möglichkeiten im Leben öffnen, konnten sich die Meister nach dem offiziellen Programm abholen. Es ist ein besonderer Tag, man hat halt lang drauf gearbeitet und gelernt, viel Zeit und Nerven investiert. Und jetzt ist es einfach geschafft. Ja, ich arbeite jetzt in meinem Betrieb, wo ich davor gearbeitet habe, habe ganz normal weiter und werde halt irgendwann die Selbstständigkeit anstreben. Ja, was ist das, sage ich mal, für ein Tag in deinem Leben heute? Bestimmt der einzigartige, weil nochmal werde ich keinen machen, also schon was Besonderes. Was hat sich jetzt mit der Meisterprüfung für dich geändert oder was wird sich ändern? Mei. Das hat sich geändert. Man kriegt ein bisschen mehr Geld und man hat mehr Verantwortung im Betrieb. Bevor der Ernst des Berufsalltags weitergeht, durfte allerdings noch kräftig gefeiert werden. Die richtige Musik dazu gab es von den Schweigerburm. Alles in allem ein unvergesslicher Meisterfeiertag für alle. Super interessant, sehr viel los, viel mehr wie erwartet und klasse organisiert, einwandfrei. Wunderschön, Glücksgefühle. Schmetterlinge im Bauch, endlich seinen Meister zu haben, ganz toll. Im Endeffekt ist der Lohn für ein Jahr ein Haufen Arbeit. Ja. In diesem Sinne Prost auf eine erfolgreiche Zukunft mit dem Meisterbrief.